Elden Ring ist wohl die Perle der FromSoft und Souls Spiele. Du warst der letzte Eldenlord. Alleine hast du dich durch die Reihe von Bosskämpfen durchgekämpft. Alleine hast du Radagon / Marika besiegt und den Eldenthron erklommen und damit der neue Eldenfürst wurde. Diese Challenge wird allerdings nichts wie das, was du bisher erleiden musstest. Du bist Mal für Mal gestorben. Immer und immer wieder respawnst du an der Gnade, um die Bosse zu erlegen. Aber in dieser Challenge ist etwas anders. Diese Challenge wird deinen kompletten Skill von dir abverlangen. In dieser Challenge wird sich der wahre Eldenlord hervorheben. Denn das ist Beagle Plays Eldenlord Challenge. Das ist die größte Elden Ring Challenge auf meinem Kanal. Setze dich durch und werde zum wahren Eldenlord. Stelle dich dem No-Death-Run von Beagle Plays Eldenlord Challenge. Das sind die Regeln. Jeder Teilnehmer muss das gesamte Gameplay streamen. Jeder Teilnehmer hat nur einen Versuch. Stumpfes Runenfarmen ist verboten. Online-Rufzeichen bei Bossen und in der Open World sind nicht gestattet. Der No-Death-Run wird beendet, sobald man gestorben ist oder Radagon bzw. die Eldenbestie besiegt wurde. Gewonnen hat derjenige, welcher von allen Runs die meisten Punkte gesammelt hat. Die Runs finden im Zeitraum zwischen dem 31. Oktober und dem 30. November statt. Das Punktesystem. Jedes Besiegen eines Bosses gibt Punkte. Jeder normale Boss gibt einen Punkt und jeder Hauptboss gibt 5 Punkte. Die Hauptbosse sind im Regelwerk aufgeschrieben. Runenträger und Storybosse bringen sogar 20 Punkte. Auch diese sind im Regelwerk aufgeschrieben. Also, hast du das Zeug zum wahren Eldenlord? Dann stelle dich der Challenge oder verfolge einen der Streamer. Wenn du teilnehmen willst, dann kontaktiere BeaglePlays auf TikTok, Insta, Twitch oder in den Kommentaren auf YouTube. Ich wünsche euch hiermit viel Spaß.